Ein Neandertaler mit Heiligen Geist. Joachim Neander, 1650 bis 1680. Seine Gottesdienste und Bibelstunden hielt er unter freiem Himmel im Düsseltal, das nach seiner Zeit ihm zu Ehren Neandertal hieß. Joachim Neander stammt aus einer norddeutschen Pastorenfamilie mit Namen Neumann, die sich später den Namen Neander nach dem griechischen Neandros, neuer Mensch, zulegte. Er wurde in Bremen im Jahr 1650 geboren und starb auch in Bremen im Jahr 1680. Er wurde also nur 30 Jahre alt und starb an der Pest. Für den Studenten Neander war das Studium der Theologie nur ein fröhlicher Zeitvertreib. Lieber nahm er an Trinkgelagen seiner Mitstudenten teil und hatte nur Spott für die frommen Gläubigen übrig. In der St. Martini-Kirche in Bremen hatte der Pfarrer Theodor Andereig großen Zulauf. In Liebe zu Jesus und dem Wort Gottes lud er Menschen in die bewusste Nachfolge Jesu ein. Eines Tages besuchten Neander und seine Freunde den Gottesdienst Andereigs, um ihn zu kritisieren und lächerlich zu machen. Doch es kommt anders. Gottes Wort trifft Neander ins Herz. Joachim Neander wurde, wie es sein Name sagt, ein neuer Mensch in Christus. Andereig schickte ihn als Hauslehrer nach Frankfurt. Nach dem Theologiestudium in Bremen ging Neander 2 Jahre als Hauslehrer nach Frankfurt und Heidelberg und besuchte die Bibelstunden des Pietisten Philipp Jakob Spener, Pia Desideria 1695. Joachim Neander war ein feinfühliger und warmherziger Pädagoge. 1674 wurde Joachim Neander Rektor der Lateinschule der reformierten Gemeinde Düsseldorfs. Da seine Andachten großen Zulauf hatten, bekam er später sogar Kanzelverbot aus Neid. Neanderkirche in der Altstadt Düsseldorfs. Das Düsseltal, später Neandertal. Um der kritischen Kirchenleitung aus dem Weg zu gehen, wanderte er durch die romantische Naturlandschaft des Düsseltals. Hier hielt er auch Predigten und Bibelstunden und dichtete seine bekannten Lieder. Eines seiner Lieder war Wunderbarer König. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Deine Vatergüte hast du lassen fließen, ob wir schon dich oft verließen. Das berühmteste Lied ist Lobe den Herrn. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Praise to the Lord, the Almighty, the King of Creation. Célébrons le Seigneur, notre Dieu et notre Père, tout puissant Créateur. 1856 wird bei Steinbrucharbeiten im Düsseltal das Skelett eines früheren Menschen gefunden. Da das Tal inzwischen nach dem beliebten Prediger Neandertal hieß, nannte man den Menschen Neandertaler. Nach etwa 2 Jahren verließ Neander Düsseldorf und verbrachte seine letzten 4 Jahre in Bremen. Hier nahm er die schlecht bezahlte Pfarrstelle des Fünfepfarrers mit täglichen Morgenandachten an. Er nahm Gott beim Wort und lud Menschen in die bewusste Nachfolge Jesu ein. Jeden Morgen um 5 Uhr predigte und lehrte er. Er besuchte die Sterbenden und reichte den Pestkranken das Abendmahl, bis er selbst am 31. Mai 1680 an der Pest starb.